Worüber ich mich sehr freuen würde, ist, wenn Menschen einerseits sich an Kindheit vielleicht wehmütig so ein bisschen erinnern, an schöne Momente, die sie vielleicht selber mit einem Märchen vorlesen erlebt haben, sodass man in vielerlei Hinsicht emotional berührt werden kann. Gretel findet Hänsel eigentlich ein bisschen blöd, aber was toll an ihm ist, ist, dass er doch manchmal auch ein bisschen stolz ist. Ein Bruder zu haben ist super, weil die Brüder sind immer, oh, ich bin hier für die Schwester und ich mache alles. Ich hätte so viele Momente in dieser Zeit, wenn wir Hänsel und Gretel geprobt haben, dass ich habe ein bisschen in mich geweint, weil ich habe manchmal in diesen Momenten diese Kinder gesehen, wie träumen, weil ich war so ein Kind früher in der Kriegszeit in Kosovo und ich habe so auch geträumt, dass ich habe etwas sehr schön zu essen oder ein Haus und so. Hänsel und Gretel funktioniert eben nicht ohne Hexe, weil wir immer damit konfrontiert werden, als Menschen eben auch mit bösen Dingen in uns selber oder eben auch in unserer Umwelt. Und ich finde das so fantastisch an diesem Märchen, dass es sich handelt um zwei Kinder, die es aus eigener Kraft schaffen, die Hexe in diesen Ofen zu schmeißen. Also da gibt es keine Fee oder sonst irgendjemand, der denen hilft, sondern die schaffen das selber, sind sehr kreativ. Und was mit einem Märchen so toll ist, immer sind die glücklich am Ende. Und das ist natürlich, was wir auch für unseres und für das Leben wünschen und für alle. So, ich hoffe immer, wenn ich auch Kinder sehe, die jetzt nicht glücklich sein, dass die noch die Wege finden sollten, dass die am Ende doch wie in einem Märchen auch ein glückliches Leben haben.